Abbruch. Ein Star ist schon raus. Vielleicht haben Sie es gemerkt, wir haben einen Camper verloren. Cora Schumacher hat kurz vor dieser Live-Sendung das Camp verlassen. Noch ein Abbruch, die, glaube ich, am schnellsten abgebrochene Dschungelprüfung aller Zeiten. Bitte, schütt die aber langsam rein. Ich bin das auch nicht. Wie wär's denn, wenn ihr das Schlüssel abmacht? Ich bin das auch nicht. Okay. Und die Zuschauer sind ziemlich sauer auf RTL. All das und wirklich noch einiges mehr für so eine kurze Folge gab es bei Tag 3 vom Dschungel. Und ich werde es natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und begeisterter Fantasy-Rollenspieler. Allerdings würde ich nicht so gerne den Dschungel nachspielen. Ich glaube, das ist eher ein kleines bisschen anstrengend. Aber angucken tue ich ihn gerne und das kann man meistens zumindest bei RTL Plus. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung. Und warum ich meistens sage, darüber müssen wir nachher nochmal sprechen. Erstmal fangen wir jetzt aber natürlich wieder mit dem schönsten Ruf im deutschen Fernsehen an, nämlich ich bin ein Star, holt mich hier Ja, und was soll ich sagen, die heutige Folge ging nur etwas mehr als 30 Minuten und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dann wird es bestimmt langweilig, wurde es aber überhaupt nicht, es wurde sogar ziemlich dramatisch. Angefangen mit Lucy, die einen netten Witz über die Verstopfung von 24 Tim gemacht hat, denn sie macht sich Sorgen um seine Kohlenrutsche. Wirklich eine Blockade, eine Po-Sperre, genau. Da geht nichts Dein mehr. Dein Po freut sich aber auch ein bisschen, dass er mal eine Zeit lang gesperrt ist, bestimmt. Oh, komm, warum bin ich so? Beide fahrbar. Was ist denn mit dir los? So schlecht war der Spruch allerdings nicht. Und Lucy hat danach nochmal deutlich gemacht, dass sie generell schon eine versaute Person ist, aber dass das üblicherweise in ihren eigenen vier Wänden bleibt. Nur es ist halt die Frage, ob da auch noch jemand anders in ihren vier Wänden ist. Und darüber gibt es in der Presse, finde ich, immer unterschiedliche Aussagen. Gut, dass Lucy selber mal was dazu gesagt hat. Du hast eine feste Partnerin, oder? Nein, leider nicht. Wieso? Ich glaube, es ist schwierig, dass Lucy jemanden findet, der ihr gerecht wird. Ja. Also, ich habe jetzt auch jemanden kennengelernt tatsächlich. Also schon vor ein halbes Jahr. Ja, und früher hätten wir dazu gesagt, es ist kompliziert. Und dann hätte man vor ein paar Jahren, glaube ich, von der Freundschaft Plus gesprochen. Heutzutage spricht man allerdings eher von Situationship. Und für die wahrscheinlich 80% unter euch, die das noch nie gehört haben, erklärt Lucy das glücklicherweise. Das ist ein neues Wort. Das ist ein Wort der jungen Generation. Das ist mehr als Friendship, weniger als Relationship. Ich persönlich muss übrigens sagen, und bin ich allerdings auch alt, dass ich das Prinzip nicht so richtig verstehe, aber ich habe Freundschaft Plus auch noch nie so ganz verstanden. Ich gehöre generell, muss ich sagen, zu den Menschen, die Körperlichkeiten nur dann zulassen können, wenn sie tatsächlich Liebe empfinden und irgendwie ist das dann wahrscheinlich auch einfach nichts für mich. Aber deswegen muss es ja nichts Schlechtes sein. Für Lucy allerdings ist es auch nicht so ganz einfach und ich habe ein bisschen das Gefühl, sie sehnt sich nach was anderem, aber jetzt ist es halt so. Ist das schwer, andere Arten von Liebe anzuerkennen und dass du das einfach annimmst? Toll. Toll sagst du das. Ja, aber das ist... ich bin noch lange nicht da, das so anzunehmen. Und ich finde, an sich hat Lucy hier perfekt den Struggle beschrieben und ich glaube immer noch, dass sie sich eigentlich was Tieferes wünscht. Aber das, was es jetzt gerade ist, schätzt sie auch sehr und deswegen möchte sie das eigentlich auch gerne nicht verlieren. Unter anderem deswegen ist sie wohl auch seit einigen Monaten in Therapie, darüber spricht sie auch. Das hat aber auch sehr viel mit ihrer Mutter zu tun, denn die war ihr gegenüber gar nicht unbedingt jetzt ganz ablehnend und schrecklich. Aber das, was die Mutter getan hat, ist manchmal vielleicht noch schlimmer. Sie war immer so neutral. Und das ist so schwer zu ertragen. Distanziert und immer so. Ich habe sie immer gefragt, so, ja Mama, wie hat dir diesen Auftritt und das gefallen? Ja, war okay. Und das fand ich super interessant, weil das erklärt, glaube ich, so ein bisschen Lucys Art. Auf mich kommt sie immer so ein kleines bisschen spröde und super ehrgeizig rüber und das macht dann auch total Sinn, oder? Also wenn man immer irgendwie versuchen muss, um die Anerkennung einer geliebten Person zu kämpfen und sie nie so richtig erhält, ja, dann wird man wahrscheinlich irgendwann ein bisschen hart und das kann für einen selbst nicht so gut sein. Und das Schwierige ist, dass Lucy auch nie die Gelegenheit hatte, das mit ihrer Mutter irgendwie abschließend zu klären. Die ist nämlich vorher verstorben und das macht es vielleicht noch schlimmer. Weil sie einfach gegangen ist und ich bin geblieben mit dem Gefühl, dass sie sich nicht wirklich für mich interessiert hat und das ist so schwer zu ertragen.
An dieser Stelle einen großen Tipp. Ich habe das letztes Jahr im Dschungel, glaube ich, auch schon mal gesagt. Wenn ihr mit jemandem Streit habt, den ihr aber eigentlich mögt oder liebt, versucht das zu klären. Ich weiß, das ist ein abgedroschener Satz, aber man weiß nie, ob und wann man sich das nächste Mal wieder sieht. Und in Gram und Disharmonie auseinanderzugehen, ist auf Dauer keine gute Idee. Im Dschungel kann man der Disharmonie allerdings wie üblich nicht aus dem Weg gehen. Und das hat sich kurz darauf dann auch beim Essen gezeigt. Und das ist auch so eine Diskussion, die gibt es gefühlt irgendwie jedes Jahr. Denn es sind natürlich ein paar Leute da, die das Essen gerne anders zubereiten würden als die Mehrheit. Ich finde es so krass, dass die immer ohne nachzudenken einfach drauf loskochen, anstatt mal zu überlegen, was am schlauesten wäre. Ich hatte voll coole Ideen, aber sie will ja niemand, also keiner will ja meine Ideen irgendwie hören. Ja, okay, Leila, aber wenn du vom Schlauesten sprichst, dann weiß ich nicht, was du damit meinst, weil 80% an Anwesenheit im Dschungel besteht bisher nur aus Schreien. In einer Sache kann ich sie allerdings ein kleines bisschen verstehen, denn sie und zwei andere Kandidatinnen sind Vegetarierinnen und dann wünscht man sich, und das ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung, dass das Fleisch im Essen logischerweise keine so ganz große Rolle spielt. Aber darüber müssen wir gleich auch nochmal reden. Leute, wollen wir einen ganz großen Topf machen und das Fleisch drin kochen mit dem ganzen Gemüse? Nee, aber ich will das nicht. Fleisch mit dem Gemüse. Aber du kannst ja das Gemüse dann raus. Es gibt ja aber Leute, die es trotzdem eklig finden. Aber warum? Es ist für mich eklig. Und das finde ich ist immer ein schwieriges Thema und da würde mich deine Meinung total interessieren. Also ich selbst lebe auch ohne tierische Produkte. Und ich persönlich hätte auch ein Problem damit, wenn Fleisch im gleichen Topf zubereitet wird wie mein Essen. Wobei ich andererseits auch sagen muss, wenn es keine andere Möglichkeit gibt und die haben wohl nur eine Pfanne, wird es mich am Ende des Tages wiederum nicht so sehr stören. Allerdings finde ich den Geschmack von Fleisch auch nicht schlimm. Also ich verzichte einfach nur wegen Tierleid und so weiter darauf. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie man damit umgeht. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Für Leila ist es auf jeden Fall ziemlich blöd. Und ja, ich kann sie da zumindest ein bisschen verstehen. Ich muss es nicht fünfmal erwähnen, dass es nicht gemacht wird, weil man kann auch automatisch, auch wenn es nur drei Leute sind, daran denken, dass es Leute gibt, die das so nicht essen. Das ist ja jetzt auch hier kein Luxus. Dings. Ja, Felix, das finde ich jetzt aber auch ein bisschen billig, weil theoretisch ist Fleisch sogar irgendwie doch wieder Luxus und damit hast du deine eigene Argumentation, finde ich, ein bisschen geschwächt. Aber okay, am Ende findet man dann trotzdem eine Lösung und jeder bekommt eine Portion, nur glücklich, das ist man natürlich trotzdem nicht. Ja, vielleicht kannst du bei uns beiden eine Kartoffel mehr machen, weil wir ja kein Fleisch essen. Ja, lecker schmeckt es jetzt nicht, ne? Wundervoll. Und mit dieser kräftigen Mahlzeit ist Leila dann am nächsten Morgen natürlich auch perfekt vorbereitet auf ihre erste Dschungelprüfung. Und ja, ich ahne da ehrlich gesagt schon einiges Schlimme. Und ich glaube, Kim Virginia auch. Und die kennt sich ja eigentlich mit Durchbeißen aus. Aber ob sie das Leila auch zutraut? Versuch's. Ich denke schon, dass Leila das unterdrücken könnte. Wenn du nicht Dings ablieferst und zeigst, dass du Biss hast und versuch so wenig Reaktion zu zeigen, wie es geht. Weil ansonsten bist du morgen direkt wieder drin und übermorgen und übermorgen. Ja. Weißt du? Ja. Ja, und auch wenn Leila da wie so ein kleines Mädchen klingt, das die Mathe-Hausaufgaben für Dienstag schon wieder nicht vorbereitet hat, hat Kim Virginia natürlich einen wichtigen Punkt. Letztlich möchten TV-Zuschauer immer zwei Dinge sehen. Entweder gute Unterhaltung oder Leid. Und machen wir uns nichts vor, so gute Unterhaltung ist Leila nicht, da bleibt bisher nur das Leid. Und wenn sie jetzt die Dschungelprüfung richtig hart durchziehen würde, ich glaube, dann könnte sie in der Gunst der Zuschauer ziemlich stark wachsen. Und ein bisschen habe ich den Eindruck, sie hat es verstanden. Ich habe das Gefühl, dass man mich hier unterschätzt, dass man mich hier gar nicht ernst nimmt. Ich gehe auf jeden Fall mit Ehrgeiz in die Prüfung. Mir geht es darum gerade, dass ich mir selber jetzt was beweisen will. Bäm, und das ist genau die richtige Einstellung. Und deswegen geht Leila auch mit aller Kraft, die sie aufbringen kann. Und mit erhobenem Haupt zur Dschungelprüfung. Und stirbt schon fast auf dem Weg. Ich habe in Scheiße gegriffen. Mann, was pissen die mich denn jetzt hier die ganze Zeit? Ich krieg doch Malaria und alles. Oh, die dumme Fotze. Boah, was ist das denn für ein Bumsweg, ey? Und trotz dieses Weges in die Hölle schafft es Leila ganz knapp, ohne Malaria, schließlich doch noch vor Jan und Sonja aufzutauchen, deren Sprüche ich heute übrigens schon ein kleines bisschen besser fand und die dann auch gleich mal die Dschungelprüfung vorgestellt haben. Und wenn man so möchte, ist das ein echter Klassiker, da gibt es nämlich mal wieder die Möglichkeit, lebendig begraben zu werden. Herzlich willkommen zu eurer Prüfung. Ich bin im Spa, holt mich hier raus!
Ja, und normalerweise würde ich euch jetzt ganz lange die Regeln erklären und vielleicht würde ich auch eine Warnung aussprechen für Menschen mit Klaustrophobie oder Emetophobiker oder irgendwas anderes. Aber darauf kann ich heute wirklich vollständig verzichten. Denn hier ist sie, die, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, am schnellsten abgebrochene Dschungelprüfung aller Zeiten. Herzlichen Glückwunsch an Leila. Den Weltrekord nimmt ihr erstmal niemand mehr weg. Jetzt! Ah! Mach doch nicht so einen Gong. Bitte schütt die aber langsam rein. Ah! Ich bin das auch nicht. Wie wäre es denn, wenn ihr das Schlüssel abmacht? Ich bin das auch nicht. Okay, sorry, we have to get her out. Ja. Ja, kein Witz. Das war's schon. Und falls du dich fragst, was da jetzt eigentlich Schlimmes passiert ist, ich habe dir hier mal ein Standbild eingeblendet. Du siehst ein Leguan oder sowas. Und er hat Leila ganz leicht berührt. Da hat man natürlich sofort die Panikattacke seines Lebens. Und ich weiß nicht so ganz genau, wie ich das deuten soll. Ich hatte nämlich ein bisschen das Gefühl, dass da auch Schauspielerei im Spiel ist. Und dieser Eindruck wurde nicht unbedingt besser, als Leila dann weitergeredet hat danach. Aber bitte, dann soll ich doch mal. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber entweder Leila ist stinkend naiv und hat diese Sendung vorher noch nie geguckt, oder sie möchte durch solche Aktionen in so eine ganz bestimmte Rolle kommen, dass sie alle hassen, aber sie immerhin bekannt ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann mich da irgendwie nicht so richtig entscheiden. Mich würde hier natürlich auch deine Meinung interessieren. Für mich ist Leila bisher einer der kompletten Totalausfälle dieses Jahr im Camp. Es gibt da noch eine andere Person, die ich vielleicht ein bisschen schlimmer finde. Über die müssen wir gleich auch nochmal sprechen. Aber im Camp ahnt man zu diesem Zeitpunkt ja noch nichts, dass es heute Abend dann wohl einfach gar nichts zu essen gibt. Und man ist sogar interessanterweise verhältnismäßig optimistisch. Ich glaube, Leila wird zwar schreien, aber sie wird es machen. Leila zieht durch. Ja, ja. Ich glaube auch, weil das Ding ist, die will auch die Krone haben. Und es wäre dumm, wenn sie jetzt wirklich die ganze Zeit verkackt und immer wieder reingerufen wird, weil sie so viel rumschreit. Weißt du? Ist so. Das wäre dumm. Deswegen hat sie es wahrscheinlich gemacht. Und wenn sie wirklich die Dschungelkrone haben wollte, dann kann ich jetzt schon sagen, dass sie die definitiv niemals gewinnen wird. Und darauf würde ich nicht nur mein gesamtes Vermögen, sondern auch diesen sehr niedlich aussehenden Wauzi hier setzen. Nein, Wauzi, du musst keine Angst haben. Du bleibst auf jeden Fall hier. Und nachdem Leila dann gebeichtet hat, gibt es erstmal verhältnismäßig viel Verständnis. Mit Betonung auf erstmal. Die Tiere sind über unseren Kopf reingekommen. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Okay, ist nicht schlimm. Naja, es ist schon schlimm, weil zum einen sind statt Tiere nur ein Tier. Zum anderen war die Prüfung vielleicht schlimm, aber so weit ist man ja gar nicht gekommen. Und zum dritten hat Leila es nicht wirklich versucht. Die ein oder andere Stimme wurde da auch schon ein bisschen deutlicher. Es ist natürlich bitter, dass man mit 0 Sterne nach Hause kommt. Ich glaube, sie kann es einfach nicht. Und ich glaube, sie will sich dem Ganzen auch nicht stellen. Sie hat einfach, es ist einfach nicht ihr Ding. Ich muss übrigens nochmal sagen, ne? Ich bin immer noch kein Freund von Kim Virginia. Ihre Analysen sind aber richtig gut. Vielleicht sollte ich mir irgendwann doch mal ein paar ihrer 17.000 täglichen Instagram-Stories angucken, in denen sie alles und jeden frontet. Ob das noch explodiert, hat man dann in dieser Folge leider nicht gesehen. Ich kann es mir aber persönlich ganz gut vorstellen und ich freue mich sehr auf die morgige. Aber es gibt dann noch zwei große Themen, die wir heute abarbeiten müssen. Und das eine ist Anja und ihre Träume. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt noch eine Person, die ich ein bisschen schlimmer finde als Leila. Ja, die Person fängt zufälligerweise auch mit A an. Ich habe dann geschlafen in meinem Traum. Mhm. Mein Traum war sehr intens. Ja, aber was kann ich denn dafür, wenn ich hier so einen harten Typen reinstecke? Ja, prinzipiell ist das natürlich völlig okay, dass Anja sich vielleicht ein bisschen in Davide Donko verschaut hat. Nur zum einen muss ich sagen, ich finde das sehr gestaged für die Kamera und ich finde auch ein paar ihrer anderen Äußerungen sind ein bisschen schwierig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn das hier ein Mann gesagt hätte, das nicht so gut angekommen wäre. Nee, ich glaube, der hat auch eine große, ich wollte gerade sagen. Ja, eine große Wienerle. Und von dieser großen Vene würde sie sich dann auch wohl ganz gerne mal beglücken lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, in der nächsten Szene merkt man extrem, dass sie das sagt, weil sie weiß, dass da Kameras sind und weil sie letztlich auch ein bisschen Hate provozieren will. Aber ich muss auch sagen, bei mir funktioniert's und ich empfinde jetzt Hate gegenüber an ihr. Ja, probieren wir die schon gerne. Ja. Obwohl er vergeben ist. Scheiße, stimmt. Girl! Vai, 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 vai.
Boah, ich weiß nicht. Also Ania finde ich wirklich sehr, sehr schwierig. Es gab dann auch noch eine ganz komische Geschichte. Und zwar ist bei der Stunde danach bei RTL irgendwie ihr Papa interviewt worden. Und der hat gesagt, die hatte wohl vor kurzem irgendwas mit einem Ägypter. Und dann sinngemäß irgendwie, naja, ein David ist ja immerhin schon mal besser als Mustafa. Also ich fand es extrem schwierig, muss ich tatsächlich sagen. Aber okay, die Stunde danach ist nicht mein Thema. Sonst kommen wir hier nämlich zu nichts. Denn wir müssen uns natürlich noch anschauen, wer jetzt in die nächste Dschungelprüfung gewählt wird. Und eigentlich, machen wir uns nichts vor, müsste Layla das zu 100% klar gewesen sein. Und ich kaufe ihr ihre gespielte Naivität auch nicht mehr ab. Oh. Hallo ihr Elf. Seid ihr schön? Geht's euch gut? Wir sind ja. Alles auf eure Ausfahrt. Wir sagen jetzt, wer zur Dschungelprüfung muss. Ja. Layla, bis später. Niemals. Doch. Nein. Doch, klar. Doch. Nein. Ja. Doch, Layla, auf jeden Fall. Aber man hat sich hier schon so ein bisschen gefragt, warum sind die jetzt eigentlich so reingerusht und wieder rausgerusht? Naja, das hat zum einen damit zu tun, dass ja auf RTL heute Football gelaufen ist oder gestern. Was das genau bedeutet, müssen wir dann übrigens gleich nochmal besprechen. Aber es gab auch noch einen anderen Grund, denn Jan und Sonja hatten noch was zu verkünden. Und das war auch noch ein ganz schöner Hammer am Ende. Vielleicht haben Sie es gemerkt, wir haben einen Camper verloren. Cora Schumacher hat kurz vor dieser Live-Sendung das Camp verlassen. Aber alles dazu gibt es dann? Ja, morgen. Warum und wieso? Wieder zur normalen Dschungelzeit, 22.15 Uhr. Was? Cora Schumacher hat jetzt auch noch das Camp verlassen? Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte super viele Fragezeichen im Kopf und ich habe mich eigentlich sehr auf die Stunde danach gefreut. Und ich muss das Ganze ja sowieso immer noch mal abfilmen, damit ich das für euch kommentieren kann. Also bin ich wie immer auf RTL Plus gegangen und ja, das ging dann einfach stundenlang nicht. Bis 3.37 Uhr. Jetzt ist übrigens gerade 4.27 Uhr, während ich dieses Video hier aufnehme. Und das war schon ziemlich anstrengend und es hat auch sehr, sehr viele Zuschauer von RTL aufgeregt. Genau wie der Umstand, dass die Folge vom Dschungel heute so kurz war, weil man danach unbedingt Football zeigen wollte. Obwohl der Dschungel von dreimal so vielen Personen geguckt wird wie Football. Fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen unglücklich. Auch dazu kannst du mir natürlich mal sehr, sehr gerne deine Meinung in die Kommentare schreiben. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ich kann RTL natürlich auch verstehen. Ich glaube, die Rechte sind teuer, man will das ein bisschen supporten, aber ich finde, man hätte es auch eleganter machen. Na gut, dann soll es das heute tatsächlich schon wieder gewesen sein für diese doch relativ kurze Folge. Trotzdem würde ich mich sehr freuen, wenn du mir vielleicht ein Abo dalässt. Ich bin nämlich ganz ehrlich, heute war bisher der schlimmste Tag für mich bei der Videoproduktion, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass ich das gar nicht abfilmen kann und ich möchte euch die Videos jeden Morgen um 9 Uhr zur Verfügung stellen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Bin nämlich hip wie Babybrei. Okay, ich sollte aufhören. Nein, aber ich würde mich über ein Abo sehr freuen. Und streng genommen musst du meinen Kanal jetzt sowieso abonnieren. Denn sonst überlege ich mir vielleicht nochmal, ob dieser niedliche Wauzi nicht doch ins Tierheim kommt.